Beim Brand in einer Saftfabrik in Bangladesch sind laut Behörden und Feuerwehr mindestens 52 Menschen ums Leben gekommen. Es habe fast 20 Stunden gedauert, das am Donnerstag ausgebrochene Feuer zu löschen, so ein Feuerwehrsprecher. Mindestens 49 verkohlte Leichen seien im verschlossenen vierten Stock des sechsgeschossigen Gebäudes geborgen worden. Drei weitere Tote waren gleich nach Ausbruch des Brandes entdeckt worden. Die Brandursache war zunächst unklar. Etwa 30 Menschen wurden verletzt, einige seien aus den oberen Stockwerken gesprungen, so ein Polizeiinspektor. Hunderte verzweifelte Verwandte und Arbeiter warteten ängstlich vor der Lebensmittelfabrik, während das Feuer weiter wütete. Die Fabrik liegt etwa 25 Kilometer östlich von Dhaka, der Hauptstadt des südasiatischen Landes. Wir sind hierher gekommen, weil meine Nichte eine Weile nicht ans Telefon gegangen ist. Und jetzt klingelt ihr Telefon überhaupt nicht. Wir machen uns Sorgen. Leicht brennbares Material wie Folienpapier, Harz und Plastikflaschen hatte das Inferno verstärkt. Im Fernsehen sagten Mitarbeiter, sie hätten das Schloss eines Tors aufgebrochen, um aus der Fabrik zu fliehen. Als das Feuer ausbrach, seien mindestens 1000 Menschen im Werk gewesen.